Phoniatrie ist rehabilitative Kommunikationsmedizin. Der Phoniater behandelt Störungen von Stimme, Sprache, Sprechen, aber auch die Behandlung von Schluckstörungen, die Sängermedizin, die Musikermedizin und in Deutschland auch die Behandlung von Hörstörungen im Kindesalter gehören zu diesem ärztlichen Fachgebiet. Ich habe heute die große Ehre, Herrn Universitätsprofessor Emeritus Jürgen Wendler von der Charité Berlin zur Geschichte der Phoniatrie in Deutschland interviewen zu dürfen. Herr Professor Wendler ist für viele Jahre Generalsekretär der Union der Europäischen Phoniater gewesen. Er ist ein international bekannter Experte und hat sehr viel Aufbauarbeit geleistet. Er hat entscheidende Entwicklungsphasen der Phoniatrie miterlebt und mitgestaltet. Lieber Herr Professor Wendler, wann und wo wurden die heutigen Strukturen und Inhalte dieser akademischen Lehrdisziplin zum ersten Mal erkennbar? Da muss man das Jahr 1905 nennen. Damals hat der Arzt Hermann Gutzmann an der Berliner Charité als erster auf dem Gebiet der medizinischen Sprachheilkunde habilitiert und damit war dann das Fach für den klinischen Unterricht qualifiziert. Ausgegangen ist Gutzmann von Physiologie und Phonetik, das heißt also von den Naturwissenschaften. Die Berliner Schule wurde deshalb auch die Schule der Organisten genannt. Er hat sehr viel Grundlegendes publiziert, war ein begeisterter und begeisternder Lehrer und hat auch zahlreiche Schüler angezogen. Einer von ihnen war Emil Frösches, der dann in Wien eine psychologisch orientierte Schule aufgebaut hat, die Schule der Psychologisten, so wurden sie genannt. Beide zusammen haben übrigens in enger Anlehnung an die HNO-Heilkunde, Gutzmann und Frösches haben das Fundament geschaffen, auf dem wir heute stehen. Welche Bedeutung hatte der Prager Professor Miloslav Seemann für die Entwicklung der Phoniatrie nach dem Zweiten Weltkrieg? Auch Seemann war ein Schüler Gutzmanns. Er hat dessen phoniatrisches Erbe über den Zweiten Weltkrieg gerettet. Und er konnte 1967 die erste phoniatrische Universitätsklinik eröffnen. Prag wurde dann bald zu dem europäischen Zentrum der Phoniatrie, auch für die Weiterbildung. Und ich kann sagen, dass praktisch alle jungen Leute meiner Generation dort gelernt haben. Keine Selbstverständlichkeit so kurz nach dem Krieg. Seemann und alle seine Kollegen haben sich damals in rührender Weise um jeden Einzelnen von uns gekümmert. Und dafür sind wir ihnen heute noch sehr dankbar. Zur Profilierung des Fachgebietes haben nach dem Krieg auch die Gutzmann-Schüler Richard Luxinger aus Zürich und Gottfried Arnold aus Wien wesentlich beigetragen und ihr zweibändiges Handbuch der Stimm- und Sprachheilkunde war, das kann man so sagen, das war unsere Bibel. Wie konnte der Status eines selbstständigen Gebiets in der ärztlichen Weiterbildungsordnung erreicht werden? Natürlich schrittweise. Von großer Bedeutung waren dabei die berufspolitischen Aktivitäten der Union der Europäischen Phoniater. Übrigens, unter ihren Initiatoren waren auch zwei Deutsche, Peter Wiesalski aus Mainz und Gerhard Kittel aus Erlangen. 1971 wurde die UEP gegründet. 1972 eröffnete Wiesalski in Mainz die erste deutsche Universitätsklinik des Faches und 1974 entstand in Ostdeutschland eine Sektion Phoniatrie im Rahmen der HNO-Gesellschaft und 1977 folgte hier die offizielle Anerkennung der Phoniatrie als Subspezialisierungsgebiet der HNO-Heilkunde mit einer eigenen Weiterbildungsordnung. 1978 erfolgte in Westdeutschland die Anerkennung von Phoniatrie und Pädiatrie als Teilgebiet der HNO
und 1983 entstand dort die Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie. Und seit 1992 im wiedervereinigten Deutschland haben wir nun das selbstständige Gebiet, die Medizin des Kommunikationszeitalters.